Nichts ist so alt wie die Zukunft von gestern. Früher genial, heute weg. Doch was ist aus all den Dingen geworden? Über 300 Meter Gleisnetz. Das Rheinland en Miniatur. Es klickt, es rattert. Jedes Signal, jede Weiche muss mit Strom versorgt werden. Vor allem Jungs lieben das. In den 60er und 70er Jahren. Heute tun sich Modellbahnclubs wie hier in Mainz schwer damit, Nachwuchs zu finden. Wer steht denn noch auf klassische Technik-Hobbys? Dominik Doos ist so jemand. Er kennt jeden Zentimeter der Anlage und hat es mit gerade mal 27 zum Präsidenten des Clubs gebracht. Von Elektro- und Anlagentechnik haben viele seiner Altersgenossen keinen Plan. Er schon. Es ist zwar so ein Altherren-Klischee. Die alten Leute spielen Modelleisenbahn. Der Opa hat eine Modelleisenbahn auf dem Dach. Aber ich finde, das hat auch für Junge was Interessantes. Besonders, wenn sie dann halt von diesen alten Herren dann was lernen können. Ich habe jetzt keine mehr, aber ich hatte als Kind eine. Das heißt, eigentlich hatte die eher mein Vater und ich durfte da auch mal mitmachen. Das war so ein Oval, was ja todlangweilig war. Das hast du zu Weihnachten bekommen und dann hast du dein Oval da aufgebaut. Und wenn du dann eine Lok mit zwei Waggons dahinter die ganze Zeit nur im Kreis fahren siehst, dann ist das nicht sehr aufregend. Ich fand es immer am besten, wenn man den Trafo so hochgedreht hat und dann diese Züge entgleisen lassen konnte. Das fand ich super. Und so fing alles an. 1784 setzt der Schotte William Murdoch erstmals eine Dampfmaschine auf Räder. Dieses sogenannte Lokomobil wird später zur Vorlage für die Dampflokomotive, die auf Gleisen fährt und bis heute begeisterte Anhänger findet. So eine Lokomotive spricht mit einem. Die hat ein Gesicht, die hat vorne und hinten. Und so eine Lokomotive will, jetzt gestatten Sie mir den Vergleich, will behandelt werden wie eine Frau. Jeden Missgriff nimmt sie ein Übel. 1859. Napoleon Bonaparte gilt als das erste Kind mit einer Spielzeugeisenbahn. Trotz der gelungenen Miniatur will der kleine Prinz aber lieber Heerführer als Lokführer werden. Schon 1891 präsentiert der deutsche Modellbahnhersteller Märklin maßstabsgetreue Nachbauten echter Züge. Das Dampflokmodell Adler etwa bildet den ersten deutschen Eisenbahnzug auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth ab. Zum Kultobjekt wird das Schweizer Krokodil, bis heute in Sammlerkreisen hochgehandelt. Die Technik wird immer besser. So legen die Modellbahnhersteller schon seit Anfang der 1950er Jahre immer mehr Wert auf die detailgetreue, realistische Nachbildung. In allen möglichen Spurgrößen, von der Gartenbahn bis zum Miniformat. Deutschland ist geteilt, die Bahnleidenschaft nicht. Diese Häuschen gehören zu der Bahnstation, einer 8x4 Meter großen Eisenbahnanlage der jungen Eisenbahnmodellbauer. Gerade das Richtige für die Herbst- und Winterzeit. Ich finde, es kann Mädchen und Jungen spielen. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das jetzt vorgeschrieben für einen Junge ist. Weil es kann ja auch sein, dass ein Junge mit Puppen spielt. Ich habe eine Idee, guck, wir können doch so eine gerade Schiene da und dann auch die da einbauen. Na warte, wir können ja einfach. Ich nehme den nochmal raus. Na, damit spielt, ist bei mir die Frage. Also ich glaube, ich würde die nur haben, weil ich sie immer wieder aufbaue und immer wieder neue Strecken gestalte. Genau, das ist das Spannende. Weichen, Signale, ganze Stellwerke. Verschiedene Stromkreise, damit die Züge nicht nur in eine Richtung fahren können. Die hohe Kunst des Modellbahnbaus. Fertig ist so eine Anlage wahrscheinlich nie. Zum Glück für die Hersteller. Es ist der Wunschtraum aller Knaben, die Märklin-Eisenbahn zu haben. Moderne Loks und schnelle Wagen, solid gebaut, das muss man sagen.
Und so viel schöne Zusatzteile, da gibt es niemals Langeweile. Denn Märklin weiß seit langer Zeit, was so ein Knabenherz erfreut. Oh, prima. Bei der ist einfach alles richtig. Insbesondere im deutschsprachigen Raum wird die Modellbahn in den 1960er und 70er Jahren ein Massenhobby. Weitere Hersteller kommen hinzu. Spurgröße H0 setzt sich durch. Nicht nur im Kinderzimmer. Längst hat das Modellbahnvirus nicht nur Kinder erwischt, sondern auch größere Jungs. Zur Vorlage für die Dampflokomotive, die auf Gleisen fährt und bis heute begeisterte Anhänger findet. So eine Lokomotive spricht mit einem. Die hat ein Gesicht, die hat vorne und hinten. Und so eine Lokomotive will, jetzt gestatten Sie mir den Vergleich, will behandelt werden wie eine Frau. Jeden Missgriff nimmt sie einen übel. 1859. Napoleon Bonaparte gilt als das erste Kind mit einer Spielzeugeisenbahn. Trotz der gelungenen Miniatur will der kleine Prinz aber lieber Heerführer als Lokführer werden. Schon 1891 präsentiert der deutsche Modellbahnhersteller Märklin maßstabsgetreue Nachbauten echter Züge. Das Dampflokmodell Adler etwa bildet den ersten deutschen Eisenbahnzug auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth ab. Zum Kultobjekt wird das Schweizer Krokodil, bis heute in Sammlerkreisen hochgehandelt. Die Technik wird immer besser. So legen die Modellbahnhersteller schon seit Anfang der 1950er Jahre immer mehr Wert auf die detailgetreue, realistische Nachbildung. In allen möglichen Spurgrößen, von der Gartenbahn bis zum Miniformat. Deutschland ist geteilt. Die Bahnleitung, dass man also das gar nicht mehr so hat zahlen können, das ist ja auch eine Sache gewesen. Mitte der 1990er Jahre dann die Krise der Modellbahnfirmen. Um gegen den Computer im Kinderzimmer anzukommen, entwickelte Märklin als erster Hersteller die digitale Steuerungstechnik. Doch Kinder und damit auch Käufer von morgen konnten damit nicht ausreichend gewonnen werden. In den 2000ern gibt es Umsatzeinbrüche bei allen Herstellern. 2005 ist der drittgrößte Anbieter Rocco pleite. Fleischmann 4 Jahre später. Völlig paradox? Das Miniaturwunderland Hamburg entwickelt sich zeitgleich zum absoluten Besuchermagneten. Spielen ist out, angucken ist in. Und das beruhigt auch viele Leute. Es ist ja auch bekannt, dass ein gewisser Horst Seehofer, wenn er nach Hause kommt, immer mit seiner Modelleisenbahn fährt und dann immer so seine Freunde so benennt, sozusagen als Stationsvorsteher, und dann immer so rummacht. Also wenn es Horst Seehofer beruhigt, dann beruhigt es viele andere, glaube ich, auch. Im Mehrgenerationenclub MCM70 gehen Moderne und Nostalgie Hand in Hand. Und dabei wird auch manch alter Ballast über Bord geworfen. Da liegt dann auch die Herausforderung, diese alte Technik heute noch am Laufen zu halten, zu verbessern, zu modernisieren oder auch umzubauen, wenn man feststellt, das war halt doch nicht so doll damals. Lass uns doch mal was anderes da einbauen. So halten die Mainzer Modellbahner ihr Hobby lebendig. Doch die Blütezeit der Modellbahn ist vorbei. Welche Hefte. Ach Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Was ist das? Ja, Ips war schon, das war, also, muss schon sagen, das war was. Ips, das ist das Kultmagazin für Kinder in den 70er Jahren. Wissen, Technik, Comics und natürlich ein Gimmick. Irgendwas zum Basteln, Spielen, Experimentieren. In Spitzenzeiten erreicht die Auflage über 600.000 Hefte. Vorbild ist Pif Gadget, die damals erfolgreichste Comiczeitschrift aus Frankreich. Also Yps-Hefte, die waren immer sehr innovativ und die haben ganz tolle Sachen gemacht. Ne? Und das sind für mich Kindheitserinnerungen. Da gab es dann auch so kleine Gadgets, die da so dran geklebt haben, wo man dann Sachen auch ausprobieren konnte. Das fand ich schon faszinierend, ja, das war klasse. Das war ja neben Lesen auch Tun. Während in der DDR die Kinderzeitschrift Bummi ein Hit wird, erobert Yps im Westen Kinderherzen und bringt ein neues Wort in die deutsche Sprache. Gimmick. Das Markenzeichen der Zeitschrift. Jede Woche ein neues, verrücktes Spielzeug.
eine Gelddruckmaschine, eine Marsraupe. Dinge, die die Welt nicht braucht. Kinder aber umso dringender. Das hatten schon die Piefgadget-Macher erkannt. Die wiederum hatten das Konzept von der Waschpulverfirma Bonux kopiert. Reinhard Haas war bei Yps von der ersten Stunde an als Tüftler und Logistiker verantwortlich für die kultigen Gimmicks. Manche davon begeistern ihn bis heute. Und schon haben sie den aufblasbaren Boxhandschuh. Für mich ist er leider ein bisschen eng, aber ja, gut. Ich habe selber so viel dabei gelernt. Man hat nicht bloß mit Zaubern damals gezeigt und Populärgeschichten gezeigt, aber man hat auch gezeigt, wie eine Uhr funktioniert, wie ein Auto, wie ein Getriebe funktioniert. Wir haben immer eine extra Seite gehabt, wo die wesentlichen Dinge im Leben erklärt waren für die Kinder, dass die Kinder das auch verstanden haben. Ich habe damit immer gebastelt, ich habe damit immer Dinge gelernt und vor allem, wenn man es gelesen hat, dann war man besser in der Schule, fand ich. Also du konntest immer die Sachen, die du gelesen hast, so dem Lehrer mal gegenüber, dachte immer so, woher weißt du denn das? Ja. Und das war die Yps-Power in mir. Das war, hat mich also diverse Mal über die Versetzungshürde gehoben. 1971 bringt Pief die ultimative Kultausgabe mit den mexikanischen Springbohnen heraus. 1 Million Exemplare werden verkauft. Ganz Frankreich ist infiziert mit dem Hype um die Springbohnen, in denen sich Mottenlarven befinden. De quelle région vient cela? Pardon, mademoiselle, pardon. Vous ne voulez pas venir chez nous voir notre collection de poissoteurs? Des poissoteurs? Oui. Vous voulez les miens? Ah, parce que vous en avez aussi. Yps kopiert die Idee und bringt sie unter dem Namen Wunderbohnen heraus. Die lebenden Larven springen los, sobald sie Licht sehen. Und das führt zu einer beinahe Katastrophe. Und die sind in Hamburg angekommen, auf dem Container. Dann hat der den Container aufgemacht. Dann sind die natürlich, ist da Licht reingekommen. Dann hat das nur noch, dann ist der ein paar Meter zurückgetreten. Und hat gesagt, was ist denn jetzt los? Bis sie ihm erklärt haben, das sind mexikanische Springbohnen. Und hat er gesagt, das ist Veterinär, das sind Tiere. Also vor die Arzt. Ich habe gedacht, das kriegst du nie in Deutschland unter. Und dann haben sie aber doch irgendeine Ausnahmegenehmigung gemacht und haben das zugelassen. Und siehst du irgendwas? Ja, man sieht, das sieht so ein bisschen aus dem Froschleich. Also riechen tut es jetzt nicht dir angenehm. Kann ich ja mal. Richtig. Oh, nicht lecker. Ja. Die Urzeitkrebse. Da steht ein Zuchtset, das hört sich auch toll an. Das war's, die Urzeitkrebse, das fand ich unglaublich. Das erinnere ich mich noch, die hatte ich auch. Und sie sind der Verkaufsschlager von Yps. Urzeitkrebse. Über 20 Mal neu aufgelegt. In einer Schüssel Wasser erwachen die getrockneten Krebseier zum Leben. Das Futter für die Tierchen gibt's dann im nächsten Heft. Die sind auch so klein. Mit denen kann man eigentlich gar nichts machen, außer füttern, beobachten, füttern, beobachten, füttern, beobachten. Die werden ja nie groß. Bei einer Katze angenommen, die kann man irgendwie 1 bis 20 Jahre lang durch die Gegend begleiten. Komisch, eine Katze als Gimmick gab's nie. Sonst wüsste Yps-Fan Armin Schröder Bescheid. Er hat jedes Heft bis zum Schluss inklusive Gimmick bei seinen Eltern im Keller gesammelt. Was er selber nicht hatte, ersteigerte er später im Internet. Teilweise für viel Geld. Eine beeindruckende Sammlung. Früher war es dann halt so, dann ging man auf Flohmärkte und hat versucht, dann die Hefte, die man noch nicht kannte, nachzukaufen. Waren dann natürlich ohne Gimmick. Und jetzt halt in der neuen Zeit, wo man auch die Möglichkeit hat, sich so wieder Originalhefte nachbestellen und kaufen zu können. Da habe ich jetzt also systematisch begonnen, also diese Lücken auszufüllen. So ein Heft wie dieses hier, da kann man auch schon mal 60, 70 auf den Tisch legen. Und einige besonders seltene Nummern, auch Yps Extra zum Beispiel, es gab ja so verschiedene Yps-Ableger, da kann man auch schon mal über 100 Euro für bezahlen. Also ich glaube, so der Topwert, den ich mal gesehen hatte, war so 300 Euro. Armin Schröder sammelt aber nicht für die Vitrine. Jedes original verpackte Heft macht er auch auf und bastelt das Gimmick. Zu den Favoriten zählt das Grammophon. Aus Pappe kann man es sich zusammenbauen und die mitgelieferte Schallplatte abspielen.
Zum sensationellen Preis von 2,50 Mark krächzt dann eine Stimme. Dreht ihr am Pips-Grammophon? Hört ihr meine Stimme schon? Was ich als Kind so faszinierend fand, war, dass man eben sah, dass es gar nicht viel Technik braucht, um aus so einer Schallplattenrille wirklich Töne rauszuholen. Aber damals habe ich eben gelernt, Ton ist hier praktisch direkt in der Schallplatte drin. Um den zu hören, braucht man keine Elektronik. Der ist also so direkt abrufbar durch eine ganz einfache Nadel. Das Beste an Ips war einmal, da gab es so eine Klauhand. Das war so eine Art Hand, die so ein bisschen klebrig war. Da konnte man in der Schule nämlich sich umdrehen und konnte so irgendwo so raufpappen. Und dann konnte man Sachen klauen, wegziehen. So. Die haben ja auch immer so Agenten-Gimmicks oder sowas gehabt. Ne? Irgendwelche Pistolen oder irgendwelche Kulis mit einer Funktion. Konnte man lustige Sachen mitmachen. Ich war mit dieser Klauhand-Experte. Was ich immer noch viel besser fand, war, es gab so einen Stimmungsring. Der hat dann die Farben verändert. Bin ich heute gut drauf, bin ich schlecht drauf? Bist du morgens aufgestanden, hast auf deinen Ring geguckt, wenn du schlecht drauf warst, bist du nicht zur Schule gegangen. Ne? Also, Ups, die haben immer sehr, sehr tolle Sachen gemacht. Und so sieht das Heft von innen aus. Neben eingekauften Top-Comics wie Lucky Luke gibt es selbstproduzierte Reihen. Die langlebigste ist Jenny und Jan. Sie handelt von vier jugendlichen Fernsehreportern, die während ihrer Recherche auf die kuriosesten Fälle stoßen. 25 Jahre lang hat Heinz Körner diese Figuren per Hand gezeichnet und damit den Zeitschrifteninhalt in über 1000 Episoden und Abenteuern wie kein anderer geprägt. Ich habe also nach dem Text, den ich immer erhielt, diese Scribbles gezeichnet. Und dann konnte ich genau ablesen, wie die Geschichte läuft. Und von diesen Scribbles habe ich hier abgebaut auf den Zeichenkarton. Und das habe ich dann verdeutlicht, dass ich das auszeichnen konnte. Die Konkurrenz kommt verstärkt in den 80er Jahren. Der Markt für Kindermagazine wird härter. Plötzlich hat fast jedes Heft ein Gimmick. Die Verkaufszahlen von Yps sinken. Es ist zum Mythos geworden. Die Fans längst erwachsen. Ich habe damals ab und zu mal noch so ein Heft gekauft. Ich habe so bei Nummer 650 ungefähr aufgehört, Yps zu sammeln, weil ich das Heft nicht mehr attraktiv fand, weil ich nicht mehr fand, dass die Gimmicks interessant waren. Die wiederholten sich immer wieder. Da gab es halt nur noch Urzeitkrebse, Furzkissen und so weiter. Und irgendwann hat man da irgendwie kein neues Element mehr drin erkennen können. Und aber ab und zu mal habe ich dann, wenn ich dann im Laden auch als Erwachsener, sag ich mal, das Heft gesehen habe, noch mal eins gekauft, um zu gucken, ob es wieder gut geworden ist. Und dann blieb es aber doch meistens bei dem Einkauf. Leuchtende Augen bei der Erwähnung der Zeitschrift Yps hätten nur noch Erwachsene. Kinder würden heute andere Comics kaufen. Diese ernüchternde Einsicht des Verlages führt jetzt zum Untergang des Kultmagazins. Pünktlich zum 25. Jubiläum wird das kultige Heft eingestellt. 2011 nimmt der Verlag die alte Zielgruppe nochmal ins Visier. Ralf? Bist du's? Mensch, bist du groß geworden! Die Urzeitkrebse sind zurück. Das neue Yps. Jetzt erwachsen, jetzt am Kiosk. Doch das Kind im Manne spielt einfach nicht mit. Und so werden die Comeback-Versuche 2017 eingestellt. Jetzt ist Yps wirklich weg. Um kein Rad wird so viel Wirbel gemacht wie um dieses hier. Mit Bananensattel, Hirschgeweihlenker und Fuchsschwanz verkündet das Bonanza-Rad in den 70ern die große Freiheit. Oh, das war ja das Allergrößte. Ja, ich hatte ein Bonanza-Rad. Da war es in der Kirche, der King in der Straße. Ne? Mega cool, das ist dann so hier, so die Geschichte. Das war kalifornischer Lebensstil. Von A nach B fahren konnte jeder, aber mit einem Bonanza-Rad, das war lässig, das war cool. Damit war man wer am Block. Das war richtig gut. Ich war Scherne vom Block. Auch heute noch, nach 50 Jahren, hat die rollende Legende im Easy-Rider-Stil Anhänger. Einmal im Jahr treffen sie sich zu einem Wettbewerb der besonderen Art. Wir haben heute 5 Disziplinen, weil wir halt so viel sind. Also das erste Spiel ist Pong. Wir machen noch Bremsspur ziehen. Wir fahren eine Minute um eine Bierdose. Wir kegeln gleich hier noch. Und Slalom fahren wir noch.
Balancierspiralen, Schaltkonsole und verchromte Sissy-Bar. Das Kultrad weckt bei vielen Menschen immer noch Kindheitserinnerungen. Oh, weißt du noch, Dreigangschaltung auf dem Oberrohr mit so einem Schaltknauf, also so einem amerikanischen Auto nachempfunden. Da konntest du schon einen dicken Max mitmachen. Ich teilte mir eins meinem Bruder. Wir hatten allerdings keinen so ein Ding, was hinten dran hing, so ein Fuchsschwanz. Das hatten wir nicht. Meins war grün. Grün Metallic und man hatte hinten diese Sissy-Bar an diesem Bananensattel. Das fand ich mal ein bisschen blöd. Ne? Also eigentlich war der Sattel nicht groß genug, um hinten ein Mädchen drauf zu schmeißen. Und die Sissy-Bar hat immer ein bisschen gestört. Aber du fuhrst damit richtig gut rum und man konnte damit nichts transportieren. Das war aber auch egal, weil du warst einfach nur, es war lässig. 1971 schaffen es die Räder sogar in eine US-Motorrad-Doku. Denn der Legende nach sind es Anfang der 60er Jahre Kids aus den USA, die Motorradsitzbänke und Lenker an ihre Fahrräder montieren. Daraufhin kopieren verschiedene amerikanische Firmen diesen neuen Stil. Die Firma Huff startet 1962. Das i-Tüpfelchen, die Schaltkonsole, bringt aber die Firma Schwinn mit dem sogenannten Stingray auf den Markt und erobert die amerikanischen Kinderherzen. Das Stingray-Rad kostet 1963 knapp $50 und verkauft sich millionenfach. Die Autofirma Chevrolet benennt angeblich sogar einen ihrer Sportwagen nach dem Drahtesel. Ich glaube, es ist aus der DDR stammt. Weil die Frisur des Jungen, der da irgendwie da stand, der sah wirklich aus wie manchmal bei der DDR, wie ich mir die vorstelle. So. Dirk Schellenbolz und Timo Fuhlmann sind die Köpfe des Fanclubs Bonanza Rad Hofgeismar. Seit Jahren sammeln sie alte Modelle und restaurieren sie. Zu den insgesamt etwa 50 individuell angefertigten Liebhaberstücken gehört natürlich auch das amerikanische Ursprungsmodell, das Schwinn Stingray. Also das Typischste und Geilste an dem Fahrrad ist der Hinterreifen, komplett slick, ohne Profil. Und die Rahmenbauform ist ziemlich klassisch aus dem Cruiser-Bereich, aus dem amerikanischen. Lenker ist ein bisschen enger, anders. Der Sattel glitzert auch mal gerne. Sogar in der erfolgreichen TV-Serie Seinfeld wird das Rad thematisiert. Oh cool, look at that. Yeah, I'm right there with you. Den Durchbruch in Deutschland schafft das Rad 1968. Das Versandhaus Neckermann gibt ihm den wohlklingenden Namen Bonanza. Diese Bonanza-Räder sind damals so cool, dass sogar die Bandenchefs der deutschen Fernsehserie Die Vorstadtkrokodile darauf unterwegs sind. Doch für viele Kinder bleibt das Bonanza-Rad ein unerfüllter Traum. Denn es ist teuer. Und mit knapp 20 Kilo Gewicht ist es auch ganz schön schwer zu fahren. Das Bonanza-Rad an sich ist eigentlich nicht fahrbar für ein Kind, finde ich. Dadurch, dass der Schwerpunkt ziemlich weit hinten ist, geht es sofort vorne hoch. Also bei jedem Berg eigentlich, wenn man Rucksack aufhat, geht es hoch. Schlechte Idee. Mit diesem Rad ist es, glaube ich, wahrscheinlich unmöglich, solche Tricks zu machen wie mit dem BMX-Rad. Stimmt. Mit E.T. kommt in den 80ern das BMX-Rad. Und das hält endlich, was das angeberische Bonanza-Rad nur vorgaukelt. Echte Geländetauglichkeit nämlich. Start. Für das Verrückteste auf zwei Rädern seit Erfindung des Laufrades, vor 180 Jahren. Bicycle Motocross, kurz BMX. Und damit sind die Bonanza-Räder plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Vor 20 Jahren kauft dann der heutige deutsche Bonanza-Guru Christoph Diekmann aus Köln, auch genannt Crazy D, die letzten eingelagerten Fabrikersatzteile in Deutschland auf und baut die Fahrräder selber wieder zusammen. Ein Bonanza-Rad ist eigentlich erst ein fertiges Bonanza-Rad, wenn eine Schaltkonsole dran ist. Nussvertäfelte Sachskonsole will natürlich heute jeder haben. Und wenn ich sage jeder, sind es eigentlich die Kinder zwischen 40 und bald 60. Das ist nach wie vor meine Zielgruppe, an die ich Fahrräder verkaufe.
weil es sind eigentlich nur die, die es als Kind hatten oder als Kind nicht bekommen haben. So entstehen Nachbauten nach Originalvorbildern. Und dafür blättern Liebhaber schon mal 1.000 Euro und mehr hin. Doch jetzt, nach fast genau 50 Jahren, geht der Ersatzteilbestand endgültig zu Ende. Und damit auch das Geschäft von Crazy D. Wenn die sogenannte Last Edition verkauft ist, dann ist es das auch für mich gewesen, was das Verkaufen von ganzen Bonanza-Rädern angeht. Es werden vielleicht ein paar Teilchen übrig bleiben. Für mich wird es natürlich lebenslänglich Thema bleiben, weil ich durch meine Sammlerleidenschaft und durch mein Wissen immer ein Ansprechpartner bleiben werde. Aber ein paar Räder gibt es ja noch. Und die werden bei der diesjährigen Jux-Meisterschaft in Hofgeismar auch alle ausgefahren. Warum ich es fahre? Weil es Spaß macht. Es ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist einfach, hockst dich drauf, freust dich, fährst los. Es entschleunigt halt einfach ungemein. Es ist ein Stück Lebensgefühl. Ja. Ja. Bei dieser Meisterschaft zählt kein schnödes schneller, höher, weiter, sondern Coolness. Nur hartes Training hilft, um lässig zu cruisen, statt hässlich zu losen. Und wer weiß, wie lange das überhaupt noch geht. Denn so viel ist sicher, das Bonanza-Rad, das war dann mal weg. Wir lächelten, wir fuhren. Das war Bonanza-Radfahren. Und wenn es regnete, man lächelte es weg. Es war einfach gut. Du gingst zur Schule und du warst der Held. Tom ist geschlüpft. Heute am 12. Mai 1997 um 17.15 Uhr. Es ist 19 Uhr. Ich habe ihn bereits 4-mal gefüttert und 5-mal mit ihm gespielt. Das mit der Toilette habe ich verpasst. Hoffentlich wird er nicht krank. Kann ich mal kurz? Cool. Oh, echt weiß. Einmal hier, guck mal. Und was macht man jetzt? Kann ich mal? Ist das eine Uhr? Kann vielleicht, guck mal hier. Guck mal, was ist das? 3 Minuten mit Messen. Irgendwie auch was mit. Jetzt. Oh, was passiert? Das ist dieses Tamagotchi. Wahrscheinlich hier. Tamagotchi. Habe ich irgendwie schon mal von gehört. Das piepsende, eiförmige Plastikding mit 3 Knöpfen und einem Display löst Ende der 1990er einen unfassbaren Hype aus. Habe ich nie gehabt und ich glaube, die wären bei mir alle kaputt gegangen, weil die Fürsorge bei mir nicht so groß gewesen wäre, dass ich irgendwie so ein rundes Ei mit mir trage und dann darauf achte, wie es diesem ganz billigen LCD-Display geht, war nichts für mich. So richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht, weil sich um so eine Maschine zu kümmern, war so nie mein Ding. Auch wenn es nicht bei jedem funktioniert, das Ding weckt den Beschützerinstinkt. Und wer hat es erfunden? Die Japaner. Im Herbst 1995 hockt Aki Maita in ihrem Büro bei der Spielzeugfirma Bandai und grübelt. Welches Spielzeug braucht die Welt noch? Sie analysiert Verkaufszahlen und Untersuchungen zum Konsumverhalten und stellt fest, nichts verkauft sich so gut wie Spielzeug, um das man sich kümmern kann. Außerdem weiß die 28-Jährige, dass viele Kinder sich ein Haustier wünschen, dafür aber kein Platz in den oft winzigen Wohnquartieren ist. So wird Aki Maita zur Mutter des Tamagotchi. Das kleine Plastikei passt überall hin und macht nur virtuellen Dreck. Ein Name ist auch schnell gefunden. Tamagotchi setzt sich zusammen aus dem japanischen Wort Tamago für Ei und dem englischen Watch. Kaori Kitsugi arbeitet heute bei der Spielzeugfirma. Das Ei ist das Symbol dafür, dass ein Lebewesen geboren wird. Ein Ei muss sorgsam behandelt werden. Deshalb wurde die Eiform gewählt. Die piepsenden Küken sind ein Renner. 80 Millionen Stück gehen über die Ladentheken. Ab 1997 auch in Deutschland. Für stolze 30 D-Mark. Wir haben Tiere. Noch ein zusätzliches.
Also ich hätte gerne einen Hund, aber ich kriege eben keinen, ja. Das ist eigentlich ein guter Ersatz. Ein Tamagotchi braucht Pflege rund um die Uhr, will gefüttert und gestreichelt werden. Auch in der Schule ist es immer dabei. Es ist halt fast, als würde es leben, weil wenn es Hunger hat, dann schreit es und so. Das kann man füttern und abends ab 8 Uhr schläft es und es schläft bis 9 Uhr morgens. Und dann muss man mit ihm spielen, weil sonst wird es wütend, also dann schreit es. Das Tamagotchi kann auch Häufchen machen und sogar sterben. Das war bis dahin tabuisiert. Und es war was ganz Neues, dieses Tabu im Spiel zu haben. Ein Computerchen, dem man den Po abputzen muss. Genau diese Idee der menschlichen Fürsorge für ein digitales Wesen hat im Tamagotchi einen Ehrenplatz auf der Wand berühmter Videospiele im Computerspielemuseum Berlin eingebracht. Das Besondere beim Tamagotchi war natürlich, dass man quasi alles in einem hatte. Also man hatte das Spiel und auch die Hardware, das Ei, konnte es mit überall hinnehmen und es war eigentlich gar kein Spiel, sondern es war wirklich der Versuch, erstmal etwas Digitalem wirklich sowas von Leben zu geben. Das war natürlich nur eine Einbildung und eine Fantasie, aber das Tamagotchi hat das erstmalig tatsächlich nahegelegt. Um als Erziehungsberechtigter das Überleben des Kleinen zu sichern, braucht es 3 Knöpfe. Wählen, ausführen, löschen. Ein einfaches Programm lässt das Tamagotchi schlafen, piepen, Häufchen machen. Der Minispeicher von 4 Kilobyte macht's möglich. Beim Tamagotchi kann man nicht von künstlicher Intelligenz sprechen. Das ist also viel zu billig. Auch die Rechentechnik, die da letztendlich drin ist, das ist nur eine Simulation. Es tut nur so, als ob. Und langweilig irgendwie. Sehr langweilig. Als wäre das hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Piep, piep, piep. Dieses Betriebsgeräusch. Tom, hör auf damit, bitte. Jedes Küken bildet seinen Charakter aus. Als Baby-Chi erblickt es das Licht der Welt. Abhängig von Geschick und prompter Bedienung wird das Tama ein gesundes Tamachi oder ein krankes Kuchi-Tamachi. Und dann sind die Wege vorgezeichnet. Bis zum Happy End als Mamechi oder bis zum schnellen Tod als Nyorochi. Dann bringt nur noch der Reset-Knopf die Auferstehung und das Leben. Tom ist nur ein Kuchipachi. Er ist ein Sorgenkind, oft unglücklich und krank. Ein Cyberschicksal ist auch ein Schicksal. Das Plastikei scheidet die Geister. Sind die einen ihm verfallen, erachten es andere als das Zeichen einer seelenlosen, kalten Computerwelt. Ein echtes Aufregerthema. Der Deutschlehrer, der regt sich dann auf, dass es die ganze Zeit piept und will sie immer einsammeln. Für ein Maschinchen, muss ich sagen, kann man die Fürsorge etwas reduzieren und dafür anderen Dingen wahrscheinlich, oder nicht anderen Dingen, Lebewesen vielleicht besser zuführen. Wenn die Lehrerin jetzt unterrichtet und alle 2 Minuten piepst da so ein Ding und ein Kind sagt, es müsste auf die Toilette, obwohl es eigentlich nicht auf die Toilette muss, sondern nur das Vögelchen füttern will, dann ist es einfach absurd. Weil die Kinder müssen gebildet werden, damit sie später eine Arbeit bekommen. Und nicht aber halt auf dieses piepsende Ding hören. Doch damals hat's überall gepiept. Und die Viecher verlangten nach einem ausgeklügelten Versorgungsplan. Tagsüber, dann hat das der Opa, der kümmert sich dann drum. Weil man kann es ja nicht mit auf Arbeit nehmen. Weil so 3-4 Mal am Tag verlangt dann doch etwas und das ist ja nicht machbar auf Arbeit. Deswegen hat es den der Opa, ne? Aber Nachmittag holen wir uns den Tamagotchi ab. Noch findiger sind die Briten. Sie entwickeln einen Robot-Babysitter. Einfach das Tamagotchi reinstecken und dem Roboter zeigen, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, wenn der Besitzer keine Zeit hat. Jetzt braucht man mit seinem Spielzeug nicht mal mehr selber zu spielen. Aber das ist noch nicht alles. Wie wäre es, für den Fall der Fälle, mit einer Beerdigung im engsten Familienkreis? Oder vielleicht lieber ein Grab auf dem Cyberfriedhof? Ein ehrendes Gedenken für den seelenlosen Liebling. Per Mausklick die Wahl zwischen einem Shinto-Grab, einem neutralen Stein und dem christlichen Kreuz. Da liegen sie nun zu Tausenden.
Habe ich nie von gehört, finde ich echt krass. Finde ich wirklich krass. Bei uns war der Tamagotchi-Friedhof der Mülleimer unter der Spüle. Genau, weg damit. Und es weckt mich auch immer um 7 oder gegen 8 und das finde ich dann ziemlich nervig. Und das letzte Mal ist es gestorben, da habe ich es endlich mal 2 Tage nicht angeschaltet, weil es so genervt hat. Und dann hat es ganz ausgenervt. Wenn man jetzt genau hinguckt, ist es eben auch nicht so viel Lebendigkeit, die damals mit den wenigen Zeilen Code eben kreiert wurde. Es wurde ja auch vergleichsweise schnell monoton und auch langweilig, wenn man so will, weil man immer dieselben Handlungen zu tun hatte. 20. Mai 1997, 16 Uhr. Tom ist gestorben. Lebe wohl, mein Freund. Wenn man jetzt als Pärchen eins gehabt hätte, hätte es dann später einen Sorgerechtsstreit geben können? Ich glaube nicht, oder? Die Schneekönigin. Wieder einmal saßen Kai und Gerda auf ihrer kleinen Bank zwischen den Häusern. Da zog am Himmel plötzlich eine große dunkle Wolke auf. Es begann zu hageln und ein kleines Eiskörnchen traf Kai genau ins Auge und wanderte weiter bis tief in sein Herz hinein. Au, das tat weh. Ein Koffer vom Sperrmüll lässt Patricia Fester in eine märchenhafte Welt eintauchen. Da lag eines Tages Silber darunter. Ich erinnere mich an Silberbesteck. Und ich bin natürlich angefixt und habe gedacht, ah, toll, schön, einen Schatz und nehme ich mit. Kann man vielleicht gebrauchen, verkaufen und verschenken. Und daneben lag ein Koffer. Und ich habe erstmal alles einfach nur mitgenommen. Und dann dachte ich, ach, schön. Und zu Hause, nachdem ich mich über das Silber gefreut habe, habe ich die Filme entdeckt. Und die haben mich angesprochen, weil die so ganz unterschiedlich illustriert waren. Sie findet heraus, die Filmchen kommen aus der DDR. Es sind Dia-Rollfilme, eine Art Kinderzimmerkino zum Selbstabspielen. In vielen ostdeutschen Kinderstuben sorgen diese Dia-Rollfilme allabendlich für leuchtende Augen. Und so funktioniert's. Ein perforierter Filmstreifen wird in den Projektor gefrickelt. Dann dreht man an der Kurbel und schon erscheinen Bild für Bild märchenhafte Welten. Jetzt noch den Text vorlesen. Aus dem beiliegenden Heftchen, wenn das noch nicht verschusselt ist, ansonsten den unter den Bildern. Allein 300 verschiedene Filmchen sammelt Patricia Fester zusammen. Die Bilder sind so mit Liebe gezeichnet und so mit Liebe gemalt und gestaltet, dass das alles ausmacht. Ich hatte die Musketiere, es gab Museumsführungen, es gab Landschaftsaufnahmen, kleine Erotikons, Kriegsfilmchen. Es gab so eine große Vielfalt. Dia-Rollfilm? Ich bin ja geboren im damaligen West-Berlin. Und wie jede Berliner Familie war auch die meinige getrennt. Das heißt, wir hatten Verwandte, die waren im Osten. Und deswegen sind wir, also meine 3 Geschwister und ich, zu den Verwandten in den Osten gefahren. Wir hatten in meiner linken Hand einen Pfund Kaffee und rechts 8 Bananen. Dort war der Abend immer gleich. Es gab zuerst was zu essen, dann durften wir Kinder spielen und dann hat unsere Tante uns Märchen erzählt. Heute würde man sagen, in einer Multimedia-Show, wo meine Tante was gelesen hat und wir haben dann irgendwelche Bilder zugesehen und wir saßen dann da und haben es angeguckt und fanden es toll. Billig sind die Dia-Rollfilme nicht, eher schon Luxusartikel. Über 4 Mark für eine Schachtel. Zum Anschauen braucht man außerdem ein Vorführgerät. Auch dieses ist in Patricia Festers geheimnisvollem Koffer, die Puva Magica. Der Name stammt vom Erfinder des magischen Projektors, Karl Puva. In Freital bei Dresden gründet er 1939 ein Unternehmen für Diaprojektoren und Fotokameras. 1953 kommt ihm die Idee zu diesem Bildwerfer, wie Diaprojektoren damals im Behördendeutsch heißen. Das Gehäuse ist aus dem Wunderstoff Bakelit, dem ersten vollsynthetischen Kunststoff. Über 30 Jahre bleibt der meistverkaufte Projektor seiner Art fast unverändert.
und braucht wegen der 40-Watt-Birne einen Warnhinweis. Wow, das ist warm geworden. Das ist richtig heiß. Das ist heiß. Das hätte man eigentlich auch mit Stahl machen können. Bevor die ostdeutsche Traumfabrik, die DEFA, den Markt übernimmt, gibt es verschiedene Anbieter. Einer davon die Microlux. Andreas Petrucha ist der Sohn des Firmengründers. Er verwirklichte die beliebten Abenteuer der Teddy-Familie mit. Und da begann der Vater dann 1953 mit der figürlichen Darstellung dieser beliebten Bärenserie. Ganz bescheiden und ganz einfach in einem Raum im Haus, der dafür verwendet wurde. Und dort wurde die Familie Bär, die Bärenfamilie, gegründet. Gestaltet wird mit allem, was halt da ist. Es gibt ja so Schnee aus Plastik oder auch zum Beispiel, was jetzt ein bisschen teurer werden könnte, ist Zuckerguss. Aber ich glaube, Zucker und Salz wären ein bisschen Lebensmittelverschwendung, oder? Früher, als diese Filme gemacht worden sind, das war ja gleich nach der Kriegszeit. Und würde man da den Zucker verschwenden, das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Da bedienten wir uns verschiedener Hilfsmittel. Das hieß also Watte, das hieß Salz. Und Salz hat auf dem Film, auf dem Foto, besser gewirkt wie meinetwegen Zucker. Und mit Salz war der Schnee realistischer rübergebracht. Alles Handarbeit pur. Zuerst einen Negativfilm einlegen und alle Motive fotografieren. Auf dem Negativ sind hell und dunkel vertauscht und die Farben umgekehrt. Das heißt, es ist immer die Farbe zu sehen, die der eigentlichen im Farbkreis gegenüberliegt. Sind die besten Bilder gesucht und ausgeschnitten, werden sie auf ein Trägermaterial geklebt. Auf diesen montierten Negativstreifen wird dann der Kopierfilm gelegt. Am besten der gute Orvo PC7. Klappe zu, belichten, entwickeln. Fertig ist das Positiv, der Ur-Dia-Rollfilm. Der wird nun im Fotolabor bis zu 1000 Mal pro Tag vervielfältigt. Wie jede Kunst ist auch der Kinderfilm in der DDR in das politisch-ideologische Konzept der SED eingebunden. Das führt immer wieder zu behördlicher Einmischung, Gängelei und Zumutungen für die Künstler. Man musste ja die Serien erst mal genehmigen lassen, vom Inhalt und vom Ausdruck her. Und da gab es die Abteilung Kultur. Und da kann ich mich erinnern, da war einer von den dort sitzenden Hardlinern, sage ich mal so, der gesagt hat, also nein, eins im Glück machen wir nicht. Denn im Sozialismus gibt es kein Glück, da werden alle Werte mit der Hände Arbeit geschaffen. Wird woanders auch mit der Hände Arbeit geschaffen, aber das ist ihm entgangen. Am Ende erscheint die Serie doch. Einige Jahre nach der Verstaatlichung der Microlux 1971-72 kündigt man Petrucha. Der offizielle Grund? Kommerzielles Denken. So verlässt er seine Heimatstadt Dresden und arbeitet in den 1980er Jahren in Thüringen als Fotograf. Genau zu dieser Zeit werden die ökonomischen Ressourcen knapp. Es steht weniger Kopierfilm PC7 zur Verfügung. Also mal wieder kreativ sparen. Die Bilder werden kleiner, die Filmstreifen kürzer. So schön die Filme sind, mit dem Fall der Mauer haben sie ausgedient. Ich habe instinktiv gespürt, dass es da was zu bewahren gibt, dass es tatsächlich etwas ist, was stirbt, ne? Dass man in der Geschwindigkeit der Bilder heute, dass das Medium da nicht mehr mithalten kann. Und in unserer Zeit fehlt das Entschleunigende so sehr, dass das definitiv schön wäre, wenn man die wieder aufleben lassen würde. Ja. Manche Sachen verschwinden eben nie. Andere schleichen sich sang- und klanglos aus unserem Alltag und sind nur noch was für Liebhaber. Doch weg sind sie noch lange nicht.